Beim Internet of Production geht es im Grunde darum, dass wir aus Daten Informationen und Wissen generieren. Hierfür beschäftigen wir uns zum einen mit der Datenerfassung, mit der Datenmodellierung und mit datengetriebenen Geschäftsmodellen. Wir haben uns im Grunde nie gefragt, was nach dem IoP kommt. Nach dem IoP könnte eine Datenökonomie kommen, also eine Datenökonomie für industrielle Güter und Produktionsanlagen, bei dem ein Datum mehr ist als nur eine Information, sondern eine wirtschaftliche Ressource, der man Vertrauen entgegenbringen kann und der man einen wirtschaftlichen Wert zumessen kann. In dem Projekt haben wir am Beispiel unserer Großserienfertigungsanlage, am Beispiel des Feinschneidens, einen Datenmarktplatz aufgebaut, in dem man für jedes physikalisch gefertigte Feinschneidbauteil einen digitalen Maschinenzwilling kaufen kann. Der Kaufvorgang simuliert im Grunde eine Machine-to-Machine-Communication, wo zwei unabhängige Maschinen autonom die Wertigkeit eines Datums aushandeln können. Die Besonderheit der Datenökonomie ist, dass nicht die Information des Datums im Vordergrund steht, sondern dass ein Datum wie eine Ressource, wie ein wirtschaftliches Gut gehandelt werden kann. Wir haben uns in dem Projekt sehr stark um die Qualität des Engineering-Prozesses gekümmert. Also wir haben ja sehr viel fachliches Know-how hier von den Studenten im Projekt gehabt. Da mussten wir nicht so viel unterstützen. Das war ja hervorragend, aber wir machen sehr viel für die Industrie. Wir bringen diese Themen ja häufig dann auch in die Produktion. Und dann geht es darum, wie baut man eigentlich eine Teamzusammenarbeit auf? Wie macht man einen Software-Engineering-Prozess, der am Ende durchaus auch in Anwendungen resultiert, die sicherheitskritisch sind? Und das haben wir begleitet mit Projektmanagement-Skills, mit agilem Coaching, mit Teambuilding, Maßnahmen, mit den Dingen, die wir jeden Tag in der Produktion haben und die manchmal in der Forschung nicht so angezeigt sind, weil man sie da auch oft nicht braucht. Aber wir wollten es hier sehr industrienah ja machen. Die Herausforderung in dem Projekt war im Grunde, dass es keine Vorbilder für ein solches Vorhaben gibt. Das heißt, wir mussten mit unserem Projekt die Pioniersarbeit leisten, die ersten Schritte gehen. Und deshalb bin ich besonders stolz auf das Team, dass es mit diesem Prototyp erstmaliges geschafft hat, so einen Datenmarktplatz im Grunde zu realisieren. Bis zum Aachener Werkzeugmaschinenkolloquium im Mai 2020 ist es unser Ziel, dieses Ergebnis, dieses Projekts hier zu einem großen Datenmarktplatz aufzubauen und erstmals Pay-per-Use und Subscription-Modelle als neue datengetriebene Geschäftsmodelle zu etablieren.